So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft Feed the Beast Sky Factory. Im letzten Part haben wir ja damit aufgehört, dass wir angefangen haben, die Hühnchen zu brüten. Hab das Ganze jetzt mal ein bisschen beschleunigt und in der Zwischenzeit ein bisschen weitergemacht. Überall hier noch, ich glaube, die White Updates haben wir damals schon drauf gemacht. Das sind jetzt 987 Hühnchen. Was haben wir dann hier? 997. Und da ist gar nichts drin, okay. Jetzt muss ich nochmal schon schauen. Genau, ich bin ja auch letzten Partner am Schluss gestorben, da habe ich mir die Sachen wieder geholt. Die Hühnchen sind 8, 7, 6 und 7, 7. Okay. Brauche ich nochmal so 9, 9, 7 oder 9, 9, 8 Hühnchen. Und dann könnte man die voll fertig machen. So, schauen wir mal, was hier gerade so rumläuft. Genau. Was du bist. Ah, das ist schon 998 Hühnchen. Ups, das ist halt nicht nochmal. Und wir haben jetzt ein Prismarine Hühnchen. Das habe ich auch mal in der Zwischenzeit gemacht. Und hier hinten ist nochmal eins. Ah, ich habe die 998er Hühnchen schon ausbrüten, stimmt. Dann haben wir 8 Redstone jetzt schon drin. Das heißt, wir wechseln jetzt hier die Hühnchen aus. Kommt auch gerade nichts raus. Deswegen, tschüss. Tschüss und tschüss. So, erstes Hühnchen. Ups. So. Nein. Das ist das, was weg kann. Und tschüss. Und hier kommt jetzt das gute Hühnchen rein. Jetzt nächstes. Stahlhühnchen haben wir auch hier. Muss ich mal gucken. Wir müssen nur schaffen, dass wir ein 10er Hühnchen haben. Dann wird es echt ziemlich einfach. Komm her. So. Jetzt haben wir zweimal das hier drin. Und dann müssen wir es gleich haben. So. Wenn die jetzt ein Ei legen, dann haben wir es schon geschafft. Eisen haben wir jetzt hier, wie viel? 39 drin. Schau, okay. Was wir jetzt wirklich mal machen können, ist uns das Jetpack bauen. Wie viel Zeug haben wir denn eigentlich da dafür? Da oben ist immer Scheiße drin zum Durchlassen. Und hier ist immer noch ein ganzer Stack Hühnchen-Scheiße drin. So, da haben wir jetzt unser 10er-Ei. Das ist schon gut. 6, 7, ich habe keine Ahnung, wie weit die Hühnchen waren. Wir müssen einfach jetzt hier das 10er Hühnchen und hier das rein jagen. Müsste es eigentlich schon klappen. So, 10, 10, 10. Dann hat man das auch fertig. Dann müssen wir mit der anderen weitermachen. So, Prismarine haben wir wie viel jetzt gerade? Gar nichts. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal runtertragen. Rübertragen. Ups. Einmal rüber. Noch kein zweites Ei. Prismarine. Ich glaube, 3 hat man ja, genau. Brauchen 8 oder 9 davon. Müssen wir jetzt halt mal abwarten. Machen wir mit den Hühnchen jetzt erstmal weiter. Klar. 7 wäre schneller, aber jeder macht 7, von dem her. Es gibt hier 3 Möglichkeiten, um an Rohstoffe zu kommen. Einmal das Ganze automatisch zu 7, einmal die Pflanzen und einmal die Hühnchen. Und da ich noch nie die Hühnchenart gemacht habe, würde ich die jetzt mal machen. Da das 7 und das andere einfach viel zu normal ist. Jetzele. Das Feld habe ich auch ein paar Mal abgeerntet, deswegen haben wir hier ganz schön viel Weed jetzt. Aber wir wollten uns ja ein Jetpack machen, das heißt Jetpack. So. Da dazu braucht man ja das Redstone Alloy. Machen wir mal einen halben. Na, okay. Das ist zu viel. Weil nachher brauchen wir auch noch so viel. Wie viel Redstone haben wir bisher hier rausbekommen?
Stack, okay. Dann geht es schon. Und dann brauchen wir noch Coal Dust. Einen halben Stack Eisen. Sortieren wir das mal neu. Und noch einen halben Stack an Silicon. Oder soll ich mal doch an den Stahl hier rankommen? Ja. Muss man gleich machen. Ja, egal, die können hier weitermachen. Das hier ist die lahme Version, um an Redstone zu kommen. Und das hier ist die schnelle. Wenn da hier das Hühnchen mit drin sitzt, da haben wir auch Prismarine jetzt schon raus. Das Ganze werden wir aber auch, wenn wir fliegen können, noch umbauen. Hier kommt hier eine Chest hin. Drunter machen wir einmal eine Pipe hier rüber. Und dann bauen wir da dann das Ganze hier auf. Und dann können wir da immer alles rausziehen, was wir brauchen. Müssen wir halt hier noch ein bisschen das Ganze anpassen mit den Upgrades. Ja. Ich brauche sowieso jetzt erstmal die ganze Sun. Da ist nichts mehr drin. Da haben wir einen Haufen von dem Zeug. Dann würde ich sagen, du gehst in All Smelting. Wie war es jetzt? Scheiße, falsch rum. Output hast du gerade gar keinen. Das passt. Ich glaube, das war in der Segmel das Zeug. Alloy, ja, Segmel. Los geht's. Jetzt haben wir nämlich drei von den blöden Chips. Aber wenn ich Redstone zuerst reingeschmissen hätte, wär's Ding geworden. Wie heißt denn? Sag es mal. Egal. Mir ist auch irgendwas anderes geworden. Flachsgedöns für. Hier gibt's so ein Mod, da kann man Energie wireless transportieren. Falsches Huhn. Richtiges Huhn. Lass mal erstmal so. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, du hast schon 6, 7, 8 Hühnchen. So, die andere machen wir auch noch ändern. Ich muss jetzt einmal gucken, dass ich fliegen kann. Da kann man das Ganze schon mal vorbereiten. Dann machen wir einfach hier ein Ding rüber. Ein Kabel. Und hier dann stellen wir das hier Ganze auf. Können wir eigentlich gleich machen. Ja. Ich glaube, drei Eisen brauche ich nur mehr unten. Ah, ich hätte. Nee, Alloys Only hätte auch nichts. Doch, Alloys Only. Oh, hätte was gebracht. Stellen wir um auf Alloys Only. So. Das dauert halt jetzt eine Weile, bis das Conductive Iron fertig ist. Außer ich habe es letzte Folge schon gemacht, das weiß ich jetzt nicht. Dann nehmen wir jetzt hier noch ein bisschen was mit an Obsidian. Brauchen wir auch, glaube ich, irgendwann wieder. So. Kann man auch mal automatisieren. Auf was ich denn aus bin, sind Uranhühnchen. Ach, da haben wir schon 8 Conductive. Okay, das reicht aber, glaube ich, noch nicht. Gucken wir erstmal noch mal kurz bei Chicken. So, da gab es nämlich hier, genau, Uranhühnchen. Da brauchen wir nur Redstone und Enderperlen. Und Enderperlen bekommt man mit Dia und Dia bekommt man mit Glas und Glas bekommt man mit Netherquarz. Und Netherquarz sind die, auf die wir gerade aus sind. Das heißt, wenn ich jetzt schaffe, endlich in Nether zu gehen, dann kann man die auch fertig machen. So, das ist bei 48, das ist bei 13, das passt dann. Dann haben wir auch unser 10er Hühnchen, mit dem wir die alle verpaaren können. Und dann müsste, dann geht es ein bisschen schneller, die hoch zu leveln. Vor allem, wenn wir die alle hoch haben, ein 10-10 Hühnchen und ein 10-10 Hühnchen, kommt immer ein 10-10 Hühnchen raus. Das ist auch schon mal geschickt. Wenn wir dann weiter brüten. So, stimmt, das können wir aufschließen, das Ding. Weg damit.
Schlüssel, 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 Schlüssel. Schlüssel. So, schließen wir das Ding mal auf. So, Ei weg. Halten wir den oder packen wir den nicht? Egal. Dann lassen wir es mal so. Gehen wir geschwind zum Monsterfarm rüber und holen uns noch ein bisschen was zum Essen. Das ist hier das Geschickte, dass ich hier eine große Truhe hingemacht habe. Weil, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die mal voll wird. So. Erstmal wird alles voll mit Gammelfleisch. So. Ja, zu verhungern haben wir nicht. Enderperlen sind jetzt ganz wichtig. Die brauchen wir dann fürs. Ich glaube, brauchen wir überhaupt Enderperlen für Tier 3? Ich brauche sowieso mehr Red, mehr Cold Dust. Da wir ja das Ganze auch noch aufwerten wollen, ins dritthöchste. 27 haben wir jetzt raus, okay. Reicht aber auch, glaub. So viel brauchen wir dann doch nicht. Was ich jetzt aber machen sollte, wäre. Ich will halt endlich Quarzhühnchen. Wenn wir die haben, dann wird es echt. Echt cool, da können wir nämlich alles hier machen. Da fehlt uns nur noch Schwarz. Da müssen wir ja eigentlich nur noch ein bisschen größeren Teich machen. Da können die ausbauen. Ist das schon wieder voll? Ja, ich glaube schon, da kommt man schon wieder 21 raus. Ne, 15. Okay. So, da sind wir jetzt bei 12. Ich kann da glaube schon mal anfangen, um die zu bauen. Da haben wir ja oben 8. Gucken, wie weit wir kommen mit 20. Ah, ich glaube, ich habe zu wenig Leder. Ein Leder, ja. Ich glaube, wir brauchen 2 halt. 2 oder 4. Das ist jetzt gerade noch die Frage. 4. Wie komme ich an Leder? Halt falsch, immer aufs Falsche klicken. Essen muss ich dann. Okay, wir haben ja ein bisschen Chicken gedöhnt. 34 Chicken. Halt hier rein. Dann brauchen wir 3 Kuchen. Ja. Mal 4. Dann bleiben 2 übrig. Dann können wir das trocknen und dann kommen wir an Leder. So viel brauche ich doch eigentlich gar nicht. Am Ende schon Diasiv. Okay. So. Da hätten wir jetzt ein Eisenei. 6, 6, 8, das ist auch noch nix. Das ist auch nix. Das ist ein 10er, das wollen wir behalten. Ich will von jeder Hühnchenart 10er ein Stack haben. Also 16 Stück. Und tschüss. Und tschüss. Oh Gott. Nein. Tschüss. So. Da bleiben. So. Einsortiert ist. Jetzt kommt nochmal, ich glaube eins von den 10 Hühnchen. Ne, ist auch noch nicht geschlüpft. Dauert so ganz schön lang. Und die kommt man das auch noch beschleunigen. Was seid ihr jetzt eigentlich für eine? 4, 6, 6 und 4, 5, 6. Okay, das sind ganz schlechte. Dann nehmen wir das mal mit. Lass uns mal so. Dich hauen wir halt. Doch, dich hauen wir um. So. Ein weniger, dann brauchen wir nicht ganz so viel. Dann fangen wir jetzt an, mal das Ganze zusammen zu basteln. Jetpack. Ah, ich brauche nur Redstone. Redstone Alloy. Das war. Ach komm.
Jetpack brauche ich drei von denen hier. Das war Redstone und Ding. So. Exportieren. Autsch, warum falle ich da immer runter? So, das haben wir. Das können wir auch gleich wegpacken. Jetzt sind wir bei 8. Vielleicht dann nur Speed-Upgrades drauf, aber ich weiß nicht, wie es mit der Energie ist. Der produziert, glaub. Der verbraucht 20, der verbraucht 40, na, muss gerade. Ich glaube, die Dinge produzieren 40. Das sind wir schon am Maximum. Die Solar-Dinger bringen uns gerade gar nichts. Ist aber auch nicht schlimm. Na komm. Treiben muss halt nicht. So, nächstes. Die dürfen ein bisschen schneller gehen. Wie viel brauchen wir denn da? 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, 8 reichen da sogar. Okay. Dann halbieren wir das nochmal. Machen wir 12. So. Noch einen. Komm, nochmal einen. Schneller. Die brauchen dann am längsten. Aber von denen brauchen wir auch am meisten. Weil wir müssen ja hier dafür den hier machen. Da brauchen wir zwei davon. Hier ist zwei Stück Hämmer, da müssen wir noch die Enderperlen da reinschmeißen. Zwei Enderperlen und zweimal Eisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Uiuiui. Das dauert, bis wir das haben. Jetzt bauen wir erstmal Tier 1. Jetzt müssen wir erstmal einen Haufen kleine Capacitor bauen. Wie machen wir das denn jetzt mit der... Inventar sieht schon wieder aus wie Kraut und Rüben. Das alles mal weg. Ja, das Ei können wir auch wegpacken. Das haben wir ja jetzt auch. So, 29 haben wir schon. Machen wir kleiner. 3 zum Trocknen zumindest mal aufhängen. Oder 4. Machen wir einfach alle. Machen wir einfach 8. So, das dauert jetzt eine Weile. Ja, okay, 1% haben wir schon. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das geht. So, das war's jetzt erstmal. Dann brauchen wir nämlich noch eine Stelle, wo wir das ganze Ding aufladen können. Ich hol mal... Nein, nicht so weit runter. Ich brauche das ganze Eisen, was wir haben. Haben wir schon Eisen? Die brauchen wir. Die brauchen wir, genau. Redstone brauchen wir. Die brauchen wir. Und Golden Nuggets. Nuggets haben wir hier... gar nichts mehr, oder? Jupp, da haben wir gerade nichts. So. Habe ich ja nicht unten auch ein Crafting Table? Jawohl, dann müssen wir den benutzen. Ich habe das Sach fürs... Ja, okay. Das läuft mal so vor sich hin. Fangen wir mal an, jetzt brauchen wir die hier. Dann brauchen wir das hier. Wir brauchen Sticks und Cobblestone. Cobblestone und Sticks. Ah, okay, wir brauchen 8 Stück. Dann machen wir geschwind eine. So. Nein, wir brauchen 16, weil wir brauchen doppelt so viele. So. Ups, was?
Opiller, okay. Habe ich noch nie braucht. Von dem her egal. Jetzt brauchen wir von denen hier eine ganze Menge. Das war's jetzt schon wieder, weil wir jetzt wieder keine kleinen Dinge mehr haben. Zwei Stück, das passt. Dann haben wir die schon mal. Das haben wir. Okay, dann haben wir das schon mal fertig. Vier von denen. Jetzt brauchen wir 9 Redstone. So, und der Block hätten wir. Use von denen hier. Nee. Der hier. Und dann hätten wir unsere Batterie schon mal fertig. Bauen wir nachher alles um. Scheiß drauf. Das Ding darf jetzt bitte schaffen. Das geht jetzt auch runter auf den 40er Input. Und mit dem müssen wir nachher unser Jetpack laden. Oh Gott, das wird dauern. Jetzt haben wir bloß noch 28 Redstone. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Das können wir reinlegen. Redstone, Redstone, Redstone. Da haben wir noch nicht so viel. Dann brauchen wir noch 2 von denen. Alter, ich hab das ganze Redstone raustan. Okay, dann haben wir ein bisschen wenig. Dann müssen wir nach die Hühnchen gucken. 9 haben wir schon. Ich glaube, so viel brauchen wir ja auch bloß. Lassen wir mal laufen. Wie viel Capacitor haben wir gerade? Einen einzigen. Die haben wir noch, die haben wir noch. Jetzt fehlt uns Goldbevel. Die haben wir am besten von den Hühnchen direkt. Ja, das dauert auch noch ein bisschen. Na komm, was ich jetzt erstmal los wird, ist das Zeug. Das brauche ich gerade nicht mit rumtragen. 7, 7, 9, das ist zwar okay, aber auch noch ein bisschen wenig. Ich hätte die ganze Redstone mit. Also das eine Hühnchen ist geschlüpft und ist schon in 21 Sekunden dann groß. Und das seht ihr schon, das hat jetzt gerade schon wieder Redstone rausgelassen, und zwar 3 auf einmal. Also das geht dann schon ziemlich zügig. Würde dann sagen, dass ich da so 3 Hühnchen mache. Ich wollte eigentlich die Goldbevel auch noch mitnehmen. Ja, 2 Stück, das reicht uns gerade nicht weit. So. Ein Redstone Chicken müssen wir fürs Leveln benutzen, leider. Das lassen wir jetzt mal so. Mal gucken, was, ob da ein besseres Ei dabei rauskommt. Und auf der anderen Seite. Tschüss. Holen wir schon mal das erste Hühnchen, was wir auf 10 bringen wollen. Dann machen wir diesmal Prismarine. Hier rein. Alter, scheiße, das kackt in paar Sekunden. Bin ich klopfe dort langsam. Ja, war's langsam. Ah, hat aber gar nichts Gescheites rausgelassen. Da 889. Mit dem kann man schon besser schaffen. So, jetzt gibt's ja Gammelfleisch. Und dann muss ich glaub runter, weil jetzt müsste Steel fertig, der Electric Steel fertig sein, genau. So. Von dem Scheiß brauchen wir halt auch so viel. Da können wir wenigstens schon mal Tier 2 das Ganze machen. Brauche ich irgendwie noch Fire Resistance und dann können wir uns das Hühnchen holen. Wir haben ja da schon das Ganze gesehen. 74, 25 noch. Ach du Scheiße. Dauert doch ein bisschen länger als gedacht. Jetzt brauchen wir noch mehr Goldbebel. Jupp. So. Das war ein bisschen viel, aber egal. Bereiten wir schon mal die nächste vor.
Das heißt, wir brauchen zwei von denen. Davor brauchen wir noch ein paar Basic. Ah, okay. Ah Gott, von denen brauchen wir eigentlich vier. So. Was habe ich jetzt gerade nämlich um mehr? Okay, jetzt fehlt es uns echt schon wieder ein Redstone. Scheiße. Drei von denen hätten wir schon. Dann hätten wir die vier. Von denen acht. Ja, da brauchen wir wieder Basic. Und für Basic habe ich zu wenig Redstone wieder. Oh Gott. Hätte ich doch die Hühner noch ein bisschen länger laufen lassen sollen. Bevor ich aufnehme. Da haben wir das schlechte Hühnchen. Und nochmal ein schlechtes Hühnchen. Die ganze Scheiße hier können wir alles hier oben reinkippen. Komm, macht noch ein bisschen Redstone. Ich habe doch noch mein 10er Hühnchen, die sollte ich vielleicht. Das sollte ich vielleicht noch ausbrüten lassen. Bin froh, wenn ich von dem System hier wegkomme. Also wenn wir 10 10er Hühnchen haben, dann passt das auch. Außer hier liegt nur Redstone drin. Nö. Gar nichts. So, 7 habe ich jetzt gerade keinen Bock. Redstone 3 Stück. Reicht für einen Kapazitor. Den brauchen wir aber für. Jawohl, da haben wir das Leder. Da haben wir schon mal den Tier 1 Jetpack. So, den können wir jetzt schon machen. Stringhühnchen wird man Ding brauchen. Schwarze Farbe wieder und das haben wir leider noch nicht. So, ach scheiße, jetzt haben wir ein Conductive zu wenig. Oh Mist. Habe ich da mal einen drin? Ich glaube nicht. Halt doch, da oben war irgendwas. Doch, da haben wir doch. Alles kein Problem. Bis auf die Redstone. So, jetzt haben wir unser erstes Jetpack. Fliegen können wir, aber nicht lang genug. Was brauchen wir denn jetzt hier nehmen? Das brauchen wir nehmen. Erstmal sortieren. Dann. Ups, gucken wir mal, was wir brauchen. So, Capacitor und für die brauchen wir. Ja, wir brauchen, uns fehlt es gerade nur noch wieder ein Redstone. So. Wenn ich Glück habe. Ja, da haben wir schon das 999er Hühnchen. Da seht ihr, wir sind jetzt gerade vom 111er Hühn auf, auf 999 drauf. Und wenn wir das Ganze so weitermachen. Offenbar, ja, das passt. Okay, 11 haben wir jetzt. Das ist schon besser. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kupfer. Ich habe keinen Kupfer mehr. Scheiße. Jetzt brauche ich fürs Kupferhühnchen. Kupfer. Es gibt doch ein Kupferhühnchen. Ah, das war ein anderes Hühnchen. Das war braun und gelb. Die bringen wir erst auf 10, bevor wir es weitermachen. Kupfer bekommen wir nur raus aus. Ich glaube, das war. Gravel bekommen wir es durch Flint. Noch ein bisschen Gravel. 14 durch Flint. Rips, rips, rips. Iron, falsch. Flint.
Hoffen wir mal das Beste. Jetzt räumen wir erstmal das Inventar auf. Ach, ich hatte gerade nichts los. 5, das heißt, wir bekommen hier 4. Machen wir das mal geschwind. Nicht 4. 1. Ach Gott. Weg damit, weg damit. Das kommt davon, wenn man immer mit vollem Inventar rumläuft. So. Und das war's jetzt erstmal. Das seht ihr auch. Die Truhe bleibt nur offen, das backt noch ein bisschen. So, weg damit. Jetzt gucken wir, da hat das Copper hergeschmissen. Das heißt, 3 weitere. Ups. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Müsste jetzt eigentlich für Tier 2 reichen. Jetpack. Ich glaube, Tier 2 reicht auch. Mal gucken, wie lange wir da damit fliegen können. 2 Stück bloß. Hey, mit der Redstone wenig. Also, ein Jetpack Truster Hammer schon. Haben wir hier nicht gesagt, dass wir bloß 21 brauchen? Machen wir halt so 22 Stück davon. Ja. Also Tier 2 Jetpack würde ich gern diese Folge noch schaffen. Nochmal ein 9er. Das ist nochmal ein gutes. Und das ist auch nochmal ein gutes. Okay. Dann würde ich sagen, packen wir dich weg. Und tschüss. Nein, komm her. Und ich kann eh die Hälfte nicht mitnehmen. Ah, doch. Wo ist das Hühnchenfleisch hin? Hat der das hier aufgesammelt? Ja, der hat es aufgesammelt. War noch nah genug dran. Okay. Wir können noch ein paar Nester bauen. Ich habe ja so viel Zeug jetzt. Uns mangelt es gerade. Keine Ahnung. Müsste ich schon mal gucken. Vor allem mal wieder ein Redstone. Use Heuballen fertig. Oh, ein mehr und wir können nochmal ein Nest machen. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Oh. Die könnten langsam mal nochmal Redstone auskacken. Ja, komm. 9. Das heißt, wir bekommen jetzt nur mit 2. Ah, da brauchen wir nur noch einen. Wie lange hast du noch gebraucht? 1,5 Minuten. Sehr schön. So. Einmal ein Prismarine-Huhn, bitte. Und einmal nochmal ein Eisen. Da wir das andere schon ausbrüten, können wir die andere in die Luft jagen. So. Ganze Scheiße können wir mitnehmen. Dann passt es auch hier. Da wir haben immer einen neuen Zufluss an. Wir wollen nur einen 10er. Und kein Nest mehr. Ah doch, eins haben wir noch. Gut, da rennt schon eins von denen rum. Wenn wir die beide ausbrütet haben, dann haut's hier uns auch ein bisschen schneller das Redstone hier rein. Dann kann man das auch so laufen lassen. Jetzt hast du noch mit Redstone rausgelassen. Nein, du hast bloß ein blödes Ei rausgelassen. 12 Sekunden bis sowas kommt. Dip. Dass wir wenigstens mal ein Tier 2 Jetpack voll machen müssen. Ja, 15 sogar.
Das ist halt das Tolle an den Viecher, dass die ziemlich viel auf einmal sogar raushauen können, wenn sie wollen. Ach, scheiße, mir ja kein Ding mehr. Die Produktion habe ich noch nicht angeschmissen. Ach Gott, bin ich lahmarschig. Aber wir haben doch ein Sandhühnchen. Was ist jetzt los? Okay, Sand haben wir ja. 7 String bekommen wir raus und Flint bekommen wir raus. Das kompressen wir mal geschwind. Da haben wir am 28, das reicht. 29 Stück hoffentlich. Sonst muss ich nochmal eine machen. Die brauchen wir, glaube ich. Doch, die brauchen wir noch. Weg damit mit Braunkupfer. Und ich brauche jetzt einmal Platz im Inventar. Egal, wir machen erstmal das hier. Dann weg damit. Haben wir eigentlich hier irgendwo eine Truhe rumstehen? Einfach für der ganze Müll. Beziehungsweise für mein Inventar geschwind zum Hinstellen. Nee. Ich habe auch gerade kein Holz gesehen. Da. Ach komm, zurück. Mit dem Tier 2 Jetpack probieren wir es dann mal rüberzukommen zu der Festung und wieder zurück. Ich glaube, das müsste gerade so reichen. So, alles weg damit. Dann einmal alles. Nicht durchs Eisensieb. Wir brauchen ein Flintsieb. Und dann machen wir als nächstes noch die Hühnchen dafür. Dass wir das auch noch zusammen bekommen. Automatisch an Kupfer. Ich brauche halt jetzt echt eine ganze Menge Kupfer. 7 und das eine, was wir drin sind, ist 8. Alter, da haben wir sogar nochmal 4. Mist, hätte ich das vorher gesehen. So. Dann würde ich sagen, ich brauche ja einen ganzen Stack von denen. Das Prismarine Huhn haben wir schon. Das heißt, ihr zwei kommt jetzt hier rein. Ich bin uns nahe, die Prismarine Hühner zum Weiterleveln. Oder das Stahlhühnchen oder irgendwas. Bloß nicht die hier. Na komm, unter einer Minute. Was? Breeding Cooldown, okay. Der kann uns ja egal sein. Redstone, los. 93. Ups. Da kann man das Ganze hier schon mal ein bisschen umbauen. Dich brauchen wir eigentlich überhaupt nicht mehr. Wir kommen nämlich auch noch mit dem Prismarine raus. So, holen wir uns das Kupfer. Dann, ja, mit 4 Stück müssen wir es eigentlich vollpacken. Wenn man das Zeug dabei hätte, dann vielleicht. Sup, 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 alles mit. So. Das heißt, wir brauchen nochmal so einen. Für den hier brauchen wir nochmal. Machen wir mal bloß. Ach, scheiß drauf, machen wir alle. Nochmal ein. Und Tier 2. Dann würde ich sagen, machen wir. Ne, das passt dann schon.
Haben jetzt gerade überlegt, ob wir unser Ding hier upgraden, aber nö, das lassen wir jetzt so. 400.000 AF. Weiß gar nicht, wie lange das hebt. So. Ich würde sagen, das probieren wir einfach im nächsten Part. Ich mache einen World Save und falls es nicht geht. Und falls es nicht reicht, müssen wir halt dann das nächste Upgrade draufknallen. Wenn die das Ganze noch ein bisschen hier laufen lassen, habe ich eh einen Haufen Redstone. Deswegen würde ich sagen, packen wir jetzt echt mal wieder alles hier rein, weil ich habe so ein vermülltes Inventar. Den nehme ich wieder mit. Schön, dass du mir das Ganze falsch anzeigst. Fackeln, da sind sie. So, Jetpack hätten wir. Da wieder voller. Das hat, ich glaube, alles, was wir brauchen. An ist auch. Dann würde ich sagen, probieren wir in der nächsten Folge ein Ding zu bekommen. Ups. Oh Gott. Jetzt muss ich mal wieder gucken, was die Taschen fürs Jetpack sind. SSS, simple, 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 Jetpack, halt. N und Komma. Okay, machen wir es mal aus, und das mal. So, das seht ihr schon. Eins von den Hühnern, das schon geschlüpft ist, schon gewachsen. Jetzt ist das andere auch gewachsen. Da hat man jetzt schon 12 Redstone, das passt dann schon. Du bist eins von den guten Hühnchen, genau. Da kommt das andere dann, mit dem wir dann die 10 Zehner Hühnchen draus machen. Und mit 4 Redstone Hühnchen. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen laufen. Oder verpaaren wir Braun mit klein mit dir. Ich probier's mal aus. Mit dem Braunes. Jawohl, danke. Geht mal weg. Perfekt, passt. Das war Braun und Gelb. Komm mal du. Du mit dem hier. Jawohl, ein gelbes 99er Hühnchen. Sehr gut. What? Ach, du Scheiße. Guck mal nochmal, Copper. Copper war Yellow und Coco. Passt dann. So. Und wir haben schon einen Haufen Redstone jetzt, wie ich gesagt habe. Das geht jetzt ruckzuck. Ihr zwei verzieht euch mal hier, ich muss raus. Also, das passt dann mal. Dann würde ich sagen, beenden wir mal hier die Folge. In der nächsten versuchen wir im Nether geschwind mal an ein Quarzhühnchen ranzukommen. Und dann würde ich sagen, leveln wir mal alles hier auf 10 hoch. Und ja, ich meine, ihr habt ja jetzt gesehen, wie das Ganze mit dem Leveln von den Hühnchen funktioniert. Dann würde ich das außerhalb von der Aufnahme machen. Dann bauen wir einen Action-Partner das ganze Lagersystem richtig hin hier. 10, 10, 9, das ist fast schon okay. Und dann können wir da nachgucken, dass wir da alles auf 10 bekommen und unser, ja, unser Liefersystem von den Hühnchen dann richtig hinbekommen. So, dann war es das erstmal für diese Folge. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.